Okay. Komm mal vor. So, das ist der Wallach Happersel VfL-Team. Wallach deswegen, weil er im letzten Jahr kastriert worden ist. Er ist damals von Familie Sturm und Heinz Pinsdorf in Island als Jungpferd ausgesucht worden, als hoffnungsvoller Nachwuchshengst. Und ja, hatte hervorragende Abstammung. Herber Sauder Kroki auf väterlicherseits und ebenfalls Sauter Kirkeby auf väterlicherseits. Socki Frau Wittwig, dann die Mutter Ofelgür Tochter, also da steckte alles drin. Ofelgür Flügermarie Tochter, da steckte alles drin an Potenzial und er selber ist einfach ein richtig gutes Pferd, aber ja, er war einfach ein bisschen doof. Es hätte gut gehen können, er ist schon extrem schwierig gewesen. Er ist nach wie vor nicht kein einfaches Pferd. Er braucht auf jeden Fall einen Reiter, der mit viel Temperament umgehen kann. Das ist gar keine Frage. Aber als Hengst war er schon sauschwer. Und ich glaube, es ist ganz knapp daneben gegangen, dass es gut hätte gehen können. Aber er hat dann bei irgendeinem Turnier in Handorf dann im letzten Jahr völlig abgedreht, was dann dazu führte, dass in der Endentscheidung, glaube ich, noch zwei Jugendliche auf den Pferden drauf saßen. Alle anderen waren irgendwie runtergepurzelt und durchgegangen und keine Ahnung was. Und das hat er eigentlich, die ganze Sache hat er so ein bisschen initiiert. Und ja, und von da an hat es dann nicht mehr richtig funktioniert. Und man hat dann noch, hat eben irgendwann sich entschieden zu sagen, der ist uns auch einfach zu schwierig. Sowas Schwieriges brauchen wir als Vererber nicht. Ich selber habe es irgendwo schade gefunden. Ich hätte eigentlich auch ganz gerne Nachkommen von ihm gehabt, weil ich der Überzeugung bin, dass wenn man die Pferde von jung an guten Fingern hat, dass das dann auch vernünftige Pferde werden. Vor allem, wie wir nachher sehen werden, er hat schon sehr viel Potenzial. Aber okay, dann war dann von der Besitzerin die Bremse die, der sagte, okay, jetzt kastrieren und das ist mir einfach alles zu blöd und immer wieder so einen Verrückten unter mir zu haben. Und der steht bei uns ganz normal an der Wallachherde drin, ist völlig umgänglich und einfach, aber eben vom Reiten her, wir werden es gleich sehen, nach wie vor noch sehr, sehr temperamentvoll, auch wenn er jetzt hier so ganz ruhig steht. Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, es hat nicht viel gefehlt und es hätte einfach gut gehen können und die Vorbesitzerin wäre mit ihm dann gut zurechtgekommen, es wäre immer besser und besser geworden, aber es hat halt eben leider nicht sein sollen, sodass er jetzt bei uns dann wieder im Verkauf gelandet ist. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich den als Hengst hier vorgeführt habe, ich denke, dass wir die alten Aufnahmen irgendwo haben, der ist erstmal von da hinten bis hier mit mir losgeknallt und ich war so völlig nur der Beifahrer gewesen. Also das ist alles viel, viel ruhiger und normaler geworden. Ich kann hier ganz in Ruhe losreiten, habe die Zügel in einer Hand und muss da keine Angst haben, dass er so wild ist, wie er halt eben als Hengst war. Da hat man wirklich die Luft die ganze Zeit anhalten müssen, bis er sich dann irgendwann entspannt hatte. Aber er ging natürlich auch gigantisch gut dann. Ja. Aber vielleicht ist es ja auch kein Fehler so, dass er kastriert ist. Schade halt eben für die Abstammung, schade für das Potenzial, was er hat. Aber auf der anderen Seite, wenn sie zu verrückt sind, müssen sie auch nicht unbedingt Hengst bleiben. Und für ihn selber mal in erster Linie ist es so mit Sicherheit viel, viel besser. Der steht in der Wallachherde, der ist viel zufriedener, viel ruhiger, viel gelassener. Und wenn ich sehe, wie schön ich hier in Ruhe mit dem im Schritt Zügel in einer Hand reiten kann, dann ist es auf jeden Fall richtig gewesen, so zu entscheiden. Hat jetzt über Winter sehr lange Pause gehabt, hat erst vor einer Woche oder zwei, maximal zwei Wochen wieder Eisen drauf bekommen. Aber ist so ein Typ, der kann, glaube ich, ewig stehen und dann setzt man sich wieder drauf und der ist direkt wieder da und läuft und genauso wie jetzt, der gibt dir mal eine Runde oder zwei und dann ist der da und hat seine Bewegung, so wie jetzt, der ist einfach da. Der hat schon eine
ganz besondere Klasse. Aber man sieht auch, ich bin nicht gerade unkonzentriert hier oben drauf. Wobei ich es auf gar keinen Fall schwieriger darstellen möchte, als es ist. Also ich habe ja auch ein bisschen den Schenkel dran. Natürlich habe ich in erster Linie Oberschenkel und Knie gut angespannt. Und dann auch mal ein bisschen hochzunehmen, wenn er da wegrollen wollte. Aber da spult ja nur so der taktare Tölt mit guter Aktion unter einem raus. Läuft ja durch die Kurven durch. Das ist auch schon ein Erlebnis, den zu reiten. Hoppla. Also da muss kein Gang rausgebastelt werden. Das musste auch nie, sondern der war einfach da. Und oh, 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 oh. Da konnte man gerade sehen, das Umstellen in den Trab war auf gar keinen Fall schwer gewesen. Hört recht gut auf Stimme. Hat aber auch die Dinge wie Doppellongenarbeit und Fahren vom Boden aus, Smartshock-Arbeit und alles Mögliche schon tausendmal gemacht. Also der kennt das schon sehr gut. Nee, galoppieren will ich schon nicht. Aber da war ein bisschen in den Sattel reingefallen gerade. Oh, ist gut, ist gut. Und er ist direkt da. Also treiben muss man den nie. Aber man sieht auch, dass ich ihn gut regeln kann. Ich lasse den Trab jetzt gut rauskommen, um die Bewegung zu zeigen, die er hat. Aber ich könnte jederzeit auch wieder durchparieren. Gleich beim Galopp. Man hat da schon die Knie zu, ist mit der Hand vorne ruhig dran. Er wartet so ein bisschen auf den Rennpass. Nächste Seite werde ich ihn legen. Und dann nochmal zur Passstrecke rausgehen. Oh. Oh, das war nicht der Brüller. Ist gut, ist gut. Ist gut, mein Freund. Ist gut. Oh. Das war schon besser. Aber ich weiß auch nicht, wann der zuletzt im Pass trainiert wurde. Ich hab's vor diesen Videoaufnahmen einmal probiert, oben auf der kleinen Bahn. Gerade mal so angetestet, sitzen die Glocken noch drauf, ja. Und, ist gut. Und davor, ich weiß nicht, war das denn vielleicht vom halben Jahr oder noch länger her, zum letzten Mal Pass gelaufen. Ist gut. Aber angenehm, dass ich jetzt wieder normal in Ruhe reiten kann, ihn ein bisschen runterkommen lassen kann. Nur dann, wenn ich antölten möchte, ist einfach nur einmal hinsetzen, gerade mal anzupfen und der Töll ist direkt wieder super da. Das ist schon ein tolles Pferd, keine Frage. So, jetzt aber erst einmal durchatmen, ein bisschen Ruhe haben, bloß nicht direkt hier losrennen lassen. Ist gut, ist gut. Ich bin mir so ein bisschen unsicher. Ich hatte ja eben so was Schwierigkeiten gehabt zu legen, ob ich den nicht lieber aus dem Tölt kommen lassen soll. Das mache ich auch. Oh, 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 oh
Oh, wunderschön. Hat er sehr, sehr schön gemacht. Und nach, wie also nach so einer langen Zeit, wo er nicht mehr Pass gelaufen ist, ist es gar kein Fehler, den erstmal aus dem Tölt kommen zu lassen und beim nächsten Mal wieder aus dem Galopp heraus, was dann auch kein Problem ist. Ja, super gelaufen. Hab was vor Feti. Und jetzt haben wir? Also wir nicht. Ihr. Nein, also ihr habt keinen Urlaub. Wir haben Urlaub. Dankeschön. Wahnsinn.